Official Noob fragt Pete Smeet. Wurden schon Videos abgebrochen, in denen etwas passierte, was es bestimmt ins Best-of geschafft hätte? Also wir haben schon so viele Videos gedreht, dass ich ziemlich fest davon ausgehe, dass es bestimmt schon mal ein Video gab, was irgendwo abgebrochen wäre, was ansonsten in ein Best-of gekommen wäre. Ich habe jetzt aber kein Beispiel dafür mehr, wann. Aber wir haben wirklich so viele Videos gedreht, dass ich einfach aufgrund der Statistik sagen würde, ja. Ja, mit Sicherheit. Also die Aufnahmen, egal ob die dann kaputt gegangen ist oder wir die aus anderen Gründen abgebrochen haben. Oder bei GTA, ne, das dauert halt irgendwie 3 Tage, sich da einzuloggen, wenn dann irgendwer länger braucht und die anderen schon mal Quatsch machen und das gar nicht aufgenommen worden ist. Also da waren mit Sicherheit schon einige Situationen dabei, die Desktop für dich waren, aber es nie ins Video geschafft haben. Hä? Verstehe ich die Frage nicht? Wäre das nicht mega dumm? Wurden schon Videos abgebrochen, in denen etwas passierte, was es bestimmt ins Best-of, dann wäre das doch gut. Hä? Also nein. Weil wenn etwas bestimmt ins Best-of gekommen wäre, also ja, natürlich gibt es Videos, die unfassbar lustig waren, wo vielleicht wirklich was ins Best-of gekommen wäre, wurde aber technisch irgendein Fehler gelaufen ist, keine Ahnung, eine Aufnahme war kaputt, asynchron, Ton weg, whatever, die halt einfach nie da sind, aber die wurden nicht abgebrochen, sondern die wurden halt einfach dann nicht veröffentlicht, weil sie halt kaputt waren, aber, ja, sonst nee. Nach der Frage würde ich sagen, definitiv für mich, also mir fällt keins ein. Ja, bestimmt aufgrund von technischen Fehlern. Also muss nicht mal unbedingt abgebrochen sein, kann aber auch abgebrochen sein, wenn es uns währenddessen aufgefallen ist. Kann aber auch sein, dass irgendwas Geiles passiert ist, wir eine richtig geile Folge aufgenommen haben, aber die nicht funktioniert, weil kaputt. Menschliches Versagen, technisches Versagen. Wir machen das so lange, wir haben schon viele Videos wegwerfen müssen. Also ich würde sagen, abgebrochen nicht. Nee, wir haben nochmal vielleicht was abgebrochen, weil da was eskaliert ist, weil wir aneinander geraten sind, was wir dann, was zu persönlich dann war, um das in der Folge drin zu lassen. Aber das waren, glaube ich, auch nur 2 Aufnahmen oder so jemals bei uns, also das ist ja nicht krass. Aber klar, wenn dann irgendwie Aufnahmen kaputt gehen oder die Verbindung verloren wird in der Runde, wir spielen, keine Ahnung, Worms und dann passieren voll die sicken Moves, total dumm, auf jeden Fall best of würdig. Und dann kackt die Runde ab. Und dann so, packen wir das jetzt hinten dran? Nee, hinten dran ist irgendwie auch dumm. Und dann wird es halt in die Tonne geworfen. Das passiert schon das ein oder andere Mal. Alleine heute hatten wir 4-mal Verbindungsabbrüche bei einem Spiel und wir mussten 4-mal komplett neu aufnehmen. Weil es soll ja auch vernünftig sein. Also das passiert schon. Ja.